dieser Appell von Christian Wolf und Stefan Heim für unser Land, vor der, die große Angst vor dem Ausverkauf der materiellen und moralischen Werte. Ich habe diesen Appell nicht unterschrieben. Viele meiner Freunde haben ihn unterschrieben und dann ihre Unterschrift zurückgezogen, weil sie gesehen haben, wer ihn alles unterschrieben hatte. Da konnte irgendetwas nicht stimmen. Und tatsächlich ist diese Meinung, der auch viele von unseren Mitkämpfern angehangen haben, zum Beispiel Friedrich Schorle, ist einfach auch ein bisschen unverschämt. Ich will es mal drastisch sagen. Der Osten wurde in einer Weise dargestellt, als hätte er tatsächlich über erhebliche Werte verfügt. Wir haben uns die Augen ausgeschaut und geguckt, wo sind denn die Werte, die wir übernehmen wollen. Und es war wirklich peinlich wenig, was man hätte übernehmen können. Und den Westen allein darzustellen, an dem Maß von Fehlentwicklung in der sogenannten kapitalistischen Gesellschaft, das ist einfach arrogant. Und die Entwicklung zur zivilgesellschaftlichen Normen zu übersehen und im Grunde die freiheitliche Gesellschaft zu denunzieren als eine, in der das Prinzip Wolf im Grunde nun das Bestimmende und Dominierende sei, das ist ein Vorurteil. Das ist ein politisches Vorurteil, nicht weit entfernt von dem Makel eines peinlichen Stereotyps. Und von daher haben die Volksmassen dann nur gelacht über solche Bestrebungen. Ja. Mit welcher Wirtschaftsform zum Beispiel wollte man denn nun diesen neuen dritten Weg gestalten? Das haben sie intellektuell natürlich überhaupt nicht bedacht, das hat sie auch nicht interessiert. Sie wussten nicht, ob es eine Ökonomie des dritten Weges gab. Sie hatten ihre sogenannten Visionen. Ich habe in meiner engsten Mitarbeiterschaft und Freundschaft solche Leute gehabt, wunderbare intellektuelle Menschen. Und wenn ich nun vor der Frage stand als Sprecher des neuen Forums, ja, was erzähle ich den Arbeitern? Dann pflegten diese Kumpels zu sagen, na ja, wir haben den dritten Weg. Und ich sage, und wie ist die Ökonomie des dritten Weges? Na ja, da sind sie nicht zuständig. Dann habe ich aber Ökonomen gefragt, die wir auch hatten im neuen Forum, ja, was bieten wir den Leuten an? Antwort, haben wir nicht. Also dritter Weg, Ökonomie, kennen wir nicht. Sag mal, soziale Marktwirtschaft. Und so bin ich relativ schnell Realo geworden, weil ich im Grunde die Antworten für den nächsten Tag geben musste. Viele unserer Intellektuellen aber standen nicht in diesem Zwang und sie konnten sich weiter auf die Kraft ihrer Visionen verlassen. Ich habe gesagt, Visionen sind schön, in der Religion, in der Kunst, wunderbar. Unsere Seele braucht Visionen, aber in der aktuellen Politikgestaltung waren sie eher schädlich. Sie waren im Grunde sogar ein bisschen reaktionär.